Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Jörg Meuthen im ZDF Sommerinterview unglaubliche Möglichkeiten gehabt hätte, Veränderungen in Deutschland zu bewirken, aufzuklären. Die grünen Narrative der Medien vor einer großen Öffentlichkeit in Frage zu stellen, die Medien unglaubwürdig zu machen, die AfD zu stärken, aber eben auch über die AfD hinaus. Die AfD ist ja nur eine Partei, aber sie dient ja einem Zweck, Wahrhaftigkeit in Deutschland einkehren zu lassen, die Macht der Medien zurückzudrängen. All das wäre in diesem Interview möglich gewesen. Stattdessen ist es mal wieder eine vertane Chance. Und da kommt natürlich dann Jörg Meuthens spezielles Narrativ seit 2020, kommt dann auch noch dazu. Aber grundsätzlich, die vergebenen Chancen in Interviews, das betrifft nicht nur Jörg Meuthen. Das betrifft auch die meisten anderen. Das betrifft sowohl Alice Weidel als auch Tino Chrupalla. Wenn es so weitergeht, wenn sie so weitermachen, das ist dilettantisch aus meiner Sicht, es ist planlos, es ist verantwortungslos. Wir AfDler müssen mehr einfordern, weil nur mit hoher Leistung wird es eine Veränderung geben. Und es sind jetzt 8 Jahre vergangen, es war jetzt sehr viel Zeit zu lernen. Und ich mache jetzt ja mittlerweile auch schon seit 2 Jahren Videos. Aber was ich hier sage, da kann man ja auch selber drauf kommen, wenn man mal ein bisschen nachdenkt. Das ist vielleicht auch ein Problem. Die Leute sind in ihrer Alltagshektik, die denken an alle möglichen Sachen und verlieren die großen Dinge aus dem Blick, die wichtigen Dinge. Es erweckt so den Eindruck, sie haben überhaupt keine Übersicht über die strategische Lage. Wie die Situation ist, wenn man noch nicht mal die Probleme verstanden hat, wie soll man dann eine Lösung finden? Wie soll es dann eine Lösung geben? Also dieses Interview, es ist traurig. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur ein Interview von vielen. Es ist wirklich, ja, es ist eigentlich erbärmlich. Die Linksradikalen, sie lachen sich über uns kaputt. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte aus dem Sommerinterview mit Jörg Meuthen. Danach konkret, was man hätte anders machen können, müssen. Um etwas zu bewirken in Deutschland. Denn der Mann, den Sie da wählen müssen in Ihrem Wahlkreis, Taras Majgutiak, der hat zum einen einen Aufruf unterschrieben, dass Sie bitte zurücktreten sollten. Und zum anderen ist er aufgefallen mit einem Tweet, wenn ich das noch ergänzen darf, nach dem Attentat von Halle, wo er gesagt hat, ich bin ja mal gespannt, wer das inszeniert hat. In der Tat habe ich bei Majgutiak meine Bedenken, das ist hinlänglich bekannt. Geht Ihnen dann auch die Frage durch den Kopf, ob das die Vorboten eines veränderten Klimas sind? Also ich sehe zunächst mal eine Unwetterwetterlage, wie man sie im Sommer manchmal hat. Inwieweit Klimawandelphänomene diese Geschichte nun verstärkt haben oder nicht, das wissen wir nicht. Wenn wir ehrlich und seriös sind, wissen wir das nicht. Da sind also Leute, auch Herr Kleber, von Ihrem Sender, der sagt sofort, das ist der Klimawandel. Frau Göring-Eckardt sagt, das ist der Klimawandel. Herr Laschet sagt das und viele andere mehr. Sie sagen das nicht, das stimmt. Die AfD steht dafür eine ganz klare Haltung. Da kann man auch in ihr Wahlprogramm reingucken. Die jetzt weitestenteils auch massive Probleme unter haben dem gerade. Meeresspiegel. Die haben Schwierigkeiten, die haben es aber immer im Griff gehabt, weil sie wissen, wie man mit Wasser umgeht. Das ist in dem Land so. Wir müssen uns darauf einstellen. Ich halte es für menschliche Hybris zu sagen, wir steuern hier das Weltklima auf 0,1 oder 0,2 Grad genau. Das ist menschlich für meine Begriffe nicht machbar. Das ist keine Entwicklung, sondern wir haben einfach einzelne Akteure, die sich an die Spielregeln nicht halten, die nicht auf der Basis des Parteiprogramms sind. Und wenn sie das nicht sind, dann haben sie in unserer Partei nichts zu suchen. Entsprechend handeln wir. Wir werden auf den Gräbern tanzen. Ich habe von Andreas Kalbitz noch nie irgendetwas, auch nur ansatzweise Extremistisches gehört. Erst 2020 die entscheidende Kursänderung. Meuthen fordert eine sehr deutliche Brandmauer nach rechts außen. Eine Brandmauer gegen die Geister, die er rief. Herr Meuthen, die radikalen Geister, die sind ja schon vor einigen Jahren tatsächlich sichtbar geworden. Björn Höcke fällt seit 2015 auf mit rassistischen Äußerungen. 2017 hat er... Lassen Sie mich zunächst sagen, mich überrascht ein bisschen, dass Sie mit diesen alten Geschichten heute kommen. Wir schreiben es ja 2021. Ich habe das Thema ich weiß Sie ja nicht, wieder. Wie vielen Interviews dargelegt,
wie diese Entwicklung bei mir zustande kam, warum ich, weil ich integrativ wirken wollte, versucht habe, den damaligen Flügel in die Partei zu integrieren. Der Versuch ist gescheitert, weil der Flügel auch die Partei übernehmen wollte. Das wurde auch klar gesagt. Der Flügel ist die Partei und solche Sachen. Sie haben auch Rückendeckung gegeben. Wir haben es gerade eben im Beitrag gesehen, zum Beispiel für Andreas Kalbitz. Da haben andere schon seit 2 Jahren seine Gesinnung diskutiert, auch in Ihrer Partei. Nochmal die Frage, warum haben Sie die Brandmauer nicht früher gezogen? Weil ich erst den Informationsstand haben musste, den ich konkret hatte. Da mögen Sie mir vorwerfen, dass es spät, den ich konkret hatte, seit Herbst 2019. Und seitdem wurde konsequent gehandelt. Und übrigens erfolgreich gehandelt, weil Sie wissen, Andreas Kalbitz und etliche andere sind nicht mehr Mitglied der Partei. Platz 5, Andreas Harlas, das ist ein Mann, den man gerichtlich bestätigt, einen lupenreinen Neonazi nennen darf. Und der schrieb nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle, Zitat, nur mal zur Erinnerung, der Psycho von Halle hat Deutsche erschossen, keine Semiten. Ein antisemitischer Tweet, ist dieser Mann wählbar oder nicht? Jens Meyer, Listenplatz 2, ja, und Direktkandidat in Sachsen. Der möchte gerne Herrn Kalbitz, über dessen Rauswurf Sie sich freuen, wieder zurück in die AfD holen. Und er sagt, wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, macht irgendwas verkehrt. Empfehlen Sie denn, Jens Meyer zu wählen? Ich finde, dass Herr Meyer mit solchen Sprüchen etwas verkehrt macht. Und das habe ich auch wirklich sehr deutlich gesagt. Ich habe Herrn Meyer nicht auf die Liste gewählt. Gerade Matthias Helferich, ja. Stellvertretender Landeschef in Nordrhein-Westfalen, mhm. Listenplatz Nummer 7. Der bezeichnet sich selbst in internen Chats als das freundliche Gesicht des NS. Die Abkürzung steht für Nationalsozialismus. Wählbar oder nicht? Sie schicken diese Leute in den Bundestag. Wir werden uns diese Causa Helferich sehr genau anschauen. Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum so abhalten. Ich jedenfalls werde auch künftig die Corona-Diktatur als Corona-Diktatur bezeichnen. Ich aber rufe euch hiermit auf, bildet Verschwörungstheorien. Ja, Sie schmunzeln, Herr Meuthen, wenn ja, man das hört. Wie weil viel das immer gleiche Muster ist. Es ist das immer gleiche Muster dieser Interviews. In der Covid-Politik der Bundesregierung ist vieles katastrophal schiefgelaufen, auch auf EU-Ebene. Das müssen wir kritisieren, das müssen wir laut kritisieren. Gleichzeitig sollten wir nicht in eine völlige Anti-Haltung gehen. Und ich mache es mal exemplarisch klar an mir selbst und meiner Familie. Ich selbst bin geimpft, ich bin durchgeimpft. Das ist eine Entscheidung, die habe ich für mich getroffen. Ich kritisiere niemanden, der sich nicht impfen lässt. Und meine Kinder zum Beispiel würde ich ganz sicherlich nicht gegen Covid impfen lassen, weil hier die Gefahren deutlich höher sind, als der Nutzen, der daraus erwächst. Wie keinesfalls den sogenannten Dexit, den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Jetzt steht er leicht verbrämt doch drin. Warum konnten Sie sich da nicht durchsetzen? Es hat sich auf diesem Bundesparteitag in Dresden zugetragen, dass 2 verschiedene Richtungen der Partei sich da verbrüdert haben zu dieser Dexit-Position. Und zwar zum einen die Nationalkonservativen, ich nenne sie einmal so, und zum anderen die Libertär ausgerichteten um Herrn Böhringer. Sie vertreten jetzt etwas, wohinter Sie eigentlich nicht stehen. Stört Sie das nicht, dass Sie das jetzt verkaufen müssen? Ich muss das nicht verkaufen, weil ich Ihnen ja hier auch klar sage, ich halte diesen Beschluss für einen Fehler. Man wählt aber diesen Beschluss, wenn man sie wählt. Ich kann mich aber nicht gegen einen Parteitagsbeschluss stellen. Das ist eine Mehrheitsentscheidung, das habe ich auch als Vorsitzender zu respektieren. Sie müssen das ganz einfach. Ich bin allerdings mit ihm der Meinung, dass diese Reise von Tino Chrupalla, die Rede auf Einladung des russischen Verteidigungsministers und auch der Inhalt der Rede, ich würde es vorsichtiger formulieren, unklug war. Auch Frau Weidel war eine Woche vor der Landtagswahl komplett in Russland, vor der baden-württembergischen Landtagswahl, habe ich auch für nicht klug gehalten. Hat sie gemacht, muss jeder für sich selber wissen. Wie geht es los? Zunächst wird Jörg Meuthen mit der Passage von einem Parteifreund konfrontiert. Und ja, was macht Jörg Meuthen? Man ist es ja mittlerweile gewohnt. Er schützt niemanden seiner Gegner. Er übernimmt das Mediennarrativ, dass diese Leute vollkommen unmöglich sind, und setzt noch einen oben drauf. Das Problem ist, er als Vorsitzender, wenn er etwas Negatives sagt, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn es die Grünen sagen. Oder bei ihm reicht es schon, wenn er gar nichts sagt, wenn er die Mediennarrative durchlaufen lässt. Das ist ganz verheerend. Wenn er die Leute nicht schützt, einen Eindruck aufkommen lässt, diese Leute sind unmöglich, sie gehören nicht in die AfD, dann schädigt er die Partei. Weil es gibt nur 2 Möglichkeiten. Leute, die nicht in die Partei gehören, die schließt man aus. Und wenn sie Parteimitglieder bleiben, dann müssen sie geschützt werden. Und Jörg Meuthen muss ja nicht sagen, ich bin jetzt total einverstanden mit allem, was diese Leute sagen.
sondern es reicht, wenn er die Standpunkte deutlich macht von den Leuten, erklärt, wie sie zu ihren Statements kommen. Dieses Statement mit der Inszenierung wäre ein guter Aufhänger gewesen. Der hat zum einen einen Aufruf unterschrieben, dass sie bitte zurücktreten sollten. Und zum anderen ist er aufgefallen mit einem Tweet, wenn ich das noch ergänzen darf, nach dem Attentat von Halle, wo er gesagt hat, ich bin ja mal gespannt, wer das inszeniert hat. Er kann dann ja immer noch sagen, das ist doof zu sagen, dass es eine Inszenierung ist. Aber dahinter steht das Misstrauen der Medien, weil A, B, C, D. Und jetzt kann er Aufklärung betreiben. Er kann jetzt alle Missstände aufzählen. Und es wirkt nicht so, dass er vom Thema ablenkt. Sondern er hat eigentlich perfekt auf die Frage geantwortet. Es wäre ein perfekter Aufhänger gewesen für eine Abrechnung mit den Medien. Die Missstände aufzuzeigen. Von vorne bis hinten. Aber was macht Jörg Meuthen nicht? Irgendetwas davon. Aus welchen Gründen auch immer. Warum Jörg Meuthen das macht, da kann man auch spekulieren. Ist es ja auch egal, warum. Am Ende ist das im Ende entscheidend, was er macht. Das zählt am Ende. Und wie es sich auswirkt. Es geht dann weiter mit dem Klima. Inwieweit Klimawandelphänomene diese Geschichte nun verstärkt haben oder nicht, das wissen wir nicht. Wenn wir ehrlich und seriös sind, wissen wir das nicht. Da sind also Leute, auch Herr Kleber von Ihrem Sender, der sagt sofort, das ist der Klimawandel. Frau Göring-Eckardt sagt, das ist der Klimawandel. Herr Laschet sagt das und viele andere mehr. Sie sagen das nicht, das stimmt. Die AfD steht dafür eine ganz klare Haltung. Jetzt sagt er, das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Das ist aber eine... Das ist kein starkes Argument, weil es ist so, dass wenn man jetzt die gleiche Wetterlage nimmt und man nimmt ein halbes Grad runter, also man nimmt die Luft, wir nehmen jetzt einmal an, die Luftfeuchtigkeit in Prozent wäre genau die gleiche. Wenn man da nur ein halbes Grad abzieht, dann wäre gleich massiv weniger Regen gefallen, weil warme Luft kann viel mehr Feuchtigkeit enthalten. Und es ist natürlich so, dass die Regenfälle deshalb so stark waren, weil es extrem warm, feuchte Luftmassen waren, die da gekommen sind. Das heißt zu sagen, dass natürlich ist es richtig, dass man jetzt nicht sagen kann, weil so und so viel Grad es wärmer geworden ist in den letzten 100 Jahren, ist jetzt das und das passiert. Weil die Strömungsmuster haben sich verändert. Der Nord-Süd-Wärme-Kälte-Kontrast ist geringer. Das heißt, wir haben weniger Westwind dadurch und dadurch ist die Tiefdruckentwicklung anders. Wir haben ruhigere Wetterlagen. Das entscheidende Argument, das Meuthen hier mit keinem Wort benennt, ist, dass es Klimawandel immer gegeben hat und dass es da Chroniken gibt. Ich habe jetzt gerade wieder eine tolle Rede von Christian Blecks gesehen, wo er das aufgezählt hat im Mittelalter, die Chroniken. Hier könnte Aufklärung betrieben werden über die Klimaschwankungen. Dass es nicht so ist, dass es 1000 Jahre lang, wie die Hockeyschlägerkurve suggeriert, es kalt war und jetzt wird es ganz plötzlich ganz warm und es passieren jetzt Dinge, die es vorher nie gegeben hat. Sondern hier, das Hauptargument ist, es hat immer Klimawandel gegeben. Und es gibt keinen Beweis dafür, dass der Treibhauseffekt, der sogenannte Treibhauseffekt mit CO2, dass es irgendeine Wirksamkeit hat. Diese ganzen Argumente, nichts, stattdessen irgendein Quatsch, kann man sagen. Nichts Substanzielles. Er hat hier kein einziges substanzielles Argument gebracht. Und das ist das Entscheidende, weil was ist das Ziel von diesem Interview? Die Medien schweigen komplett alle Argumente gegen eine Klimaapokalypse aus. Sie werden komplett ausgeblendet, seit Jahrzehnten. Das heißt, was muss das Ziel sein von AfD-Vertretern? Sie müssen ihre Reichweite nutzen, um die Bevölkerung aufzuklären und das grüne Narrativ zu schwächen. Nur wenn das grüne Narrativ geschwächt wird, dieses Klimakatastrophen-Narrativ oder alle möglichen Narrative, dann ändert sich was in Deutschland. Dann wählen die Leute anders. Und es ist dann auch egal, ob Grüne, CDU, sie richten sich ja alle nach dem Altmedien-Narrativ. Sie laufen dem hinterher. Und Laschet wehrt sich auch gar nicht mehr dagegen. Er hat das gemerkt jetzt mit Corona. Er hat dann in Nordrhein-Westfalen hat er Maßnahmen nicht so hart gemacht. Und er wurde niedergeschrieben, er hat sich kaum davon erholen können. Ein Jahr lang nicht davon. Er wurde im Sommer letzten Jahres, wurde er fertig gemacht. Das hat er sich genau gemerkt. Das heißt, alle Altparteien, sie sind abhängig von den großen Medien. Und sie laufen den Narrativen hinterher. Und deswegen muss die Glaubwürdigkeit von den großen Medien erschüttert werden. Müssen die Narrative angegriffen werden. Weil dadurch wird die Unglaubwürdigkeit den Leuten deutlich.
Die ganze Zeit ging es um irgendwelches kleines Parteiengezänk, da könnte man jetzt noch viel aufführen, es ging eins nach dem anderen. Und es gab viele Aufhänger, perfekte Aufhänger, wo Jörg Meuthen hätte die Glaubwürdigkeit angreifen können. Glaube ich auch dazu sagen, dass momentan 150 Tierarten pro Tag sterben und wahrscheinlich auch aufgrund von klimatischen Veränderungen, das wird zumindest diskutiert. Die Tier- und Pflanzenarten, sie sterben aus wegen der Rodung des Regenwalds. Wegen dem Klimawandel, das Gegenteil ist wahr, wahrscheinlich. Natürlich, bei Umwälzungen sterben immer Tier- und Pflanzenarten aus, wenn es schnell ganz starke Umwälzungen gibt. Aber erstens ist dieser Klimawandel, wie wir ihn jetzt haben, das ist keine dramatische, beispiellose Umwälzung, wie jetzt beispielsweise bei früheren Massenaussterben. Sondern natürlich, die Moderatorin schränkt es ja auch gleich ein und sagt, das wird diskutiert, um keine Fehlinformation zu verbreiten, weil das ist natürlich eine Fehlinformation. Sondern das Aussterben der Tier- und Pflanzenarten ist bedingt durch die Rodung des Regenwalds, in Südamerika vor allen Dingen. Weil in den tropischen Regenwäldern sind die meisten Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Das wissen die meisten Leute nicht. Und wenn man das natürlich rodet, dann sterben die Tier- und Pflanzenarten aus. Für immer. Und das weiß auch diese ZDF-Moderatorin, sonst hätte sie das nicht gleich so eingeschränkt. Man kann natürlich immer behaupten, ja klar, es ist jetzt hier eine Temperaturveränderung, dann sterben dann Tierarten aus. Da mag es dann vielleicht irgendwelche Einzelbeispiele geben. Aber es ist so, dass durch eine Erwärmung wird der Lebensraum ausgeweitet. Und durch eine Abkühlung wird der Lebensraum für Tiere und Pflanzen verkleinert. Das heißt, Wärme ist gut, Kälte ist schlecht. Und wenn Kälteperioden kommen, dann sterben Tiere und Pflanzen. Und dann sterben natürlich auch Arten aus. Die Moderatorin macht weiter mit lauter Beschimpfungen. Sie sagt, es hätten Parteimitglieder rassistische Sprüche gemacht. Meuthen lässt das alles durchgehen. Und das darf er nicht. Er darf Leute, die Parteimitglieder sind, da darf er es nicht durchgehen lassen, dass diese Frau behauptet, es wären rassistische Sprüche. Weil das auch nicht wahr ist, weil es übertrieben ist. Und es wird dann der Eindruck erweckt, es wäre dann alles das Gleiche, wie die Dinge, die Helferich vorgeworfen werden. Weil wenn das stimmt, das wäre wirklich eine Katastrophe. Das ist eine vollkommen andere Liga, was jetzt ihm vorgeworfen wird. Und das wirkt dann alles so, ja, das ist alles das Gleiche. Und weil diese Verbindung, diese Aneinanderreihung, es wird diese Verbindung geschaffen. Und ja, nach 8 Jahren müssen es die AfD-Vertreter irgendwie mal verstehen, sich damit auseinandersetzen. Dass diese Verbindungen, dass das ganz dramatisch ist. Das heißt, dieses NS-Zitat von Helferich, wenn es in einer Reihe ist mit diesen anderen Zitaten, dann färbt es auf alle anderen ab. Ich habe mir einmal Helferich, mich hat das interessiert, ich habe mir einmal O-Töne von ihm angeguckt, zum Beispiel ein AfD-internes Interview. Also das kann ich auch nur jedem als Empfehlung geben, wer Wahlkampf machen will und am Stand steht und keine Lust auf Menschen hat und auch Lust auf Überzeugungsarbeit, der sollte es lassen. Wer nur Lust hat aufs Mandat und ein Leben an den Buffets, der ist falsch aufgehoben in der Politik. Man muss es schon aus einer inneren Leidenschaft machen. Also gehe ich jetzt davon aus, dass du nicht so in den Bundestag möchtest, weil du Buffets essen möchtest. Die Frage hier ist... Ich habe aber nichts gegen Buffets, um das am Rande zu sagen. Ja. Er hat nichts gegen das Essen, ja. Ja. Genau. Wirst du, die Frage dazu Richtung Bundestag, wirst du denn im Bundestag den Rücktritt von Merkel fordern? Ja, da kannst du Maximilian Kneller ausrichten, dass ich das in seinem Namen tun werde. Ja. Max, hast du es gehört? In deinem Namen, ja? Ja. Ansonsten, was sagst du zu einer möglichen Philippine-Unterwanderung der AfD? Ja, die ist spürbar. Ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt, sage ich mal, seit Ende 2015, wo ich dabei bin. Und ja, es gilt der Grundsatz, heute bist du tolerant, morgen fremd im eigenen Vorstand. Jetzt reimt er mir noch. Gott, ja, wer sind denn deine politischen Vorbilder? Wahrscheinlich nicht der Filipino. Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, wer... Die großen Rechtspopulisten haben mich damals als kleinen Rechtspopulisten schon ja immer fasziniert, ob das Pim Fortuyn war aus den Niederlanden oder Jörg Haider eben aus dem österreichischen Kärnten. Ich habe deshalb auch aus dieser
sag ich mal, tiefen Bewunderung für Jörg Haider, mal ein Teil meiner Rechtsreferendarstation, eben 3 Monate bei den Freiheitlichen in Kärnten verbracht, weil das, ja, sag ich mal, der Grand Seigneur des europäischen Rechtspopulismus war, der auch wirklich den Menschen zugewandt war. Man hat in Kärnten, habe ich häufig gehört, jeder hat in Kärnten mal Jörg Haider die Hand geschüttelt, weil er wirklich auch so häufig bei den Menschen war. Und das muss eben auch unser Anspruch als AfD sein, sich nicht im Hinterzimmer verkriechen, sondern selbstbewusst unsere Programmatik fröhlich, freiheitlich unter die Leute bringen. Ja. Bist du denn dafür bekannt, dass du fröhlich und freilich an die Leute rangehst? Ja, also die meisten würden das unterschreiben. Es gibt bestimmt auch noch eine andere Seite. Aber das sonst, man muss einfach auch eine gewisse Freude am, sag ich mal, Widerstand haben, weil sonst einem auch die Kräfte ausgehen. Und ich glaube, dass unsere Sache, für die wir alle kämpfen, das ist nun mal der Erhalt eines Deutschlands, wie wir es vielleicht mal kannten, den kann man nicht führen, wenn man verzagt ist, sondern da braucht man irgendwie ein abenteuerliches Herz, ein mutiges Herz und auch Freude an der Sache. Ja, wenn wir alle als Griesgräme durch die Landen ziehen, werden wir auch nicht andere Menschen für unsere Sache begeistern. Da hast du vollkommen recht, da stimme ich dir absolut zu. Eine weitere witzige Frage ist, mit wem würdest du denn gerne mal einen trinken? Gauland, Weidel oder Kalbitz? Ja, weiß ich nicht, bei Dr. Gauland, den ich sehr schätze, der auch so ein bisschen, ich bin damals nach dem Essener Parteitag Mitglied geworden von Petri und Dr. Gauland eben sehr gut. Und ich weiß aber nicht, ob er das noch so einen richtigen Trinkabend überstehen würde, unbeschadet. Deshalb würde ich ihn ausnehmen. Bei Andreas Kalbitz muss ich sagen, da weiß ich nicht, ob ich das überstehen würde. Deshalb würde ich Frau Weidel vorziehen. Ich glaube, also ich trinke gerne Riesling. Vielleicht kann sie sich, sie lebt ja in Baden-Württemberg, der ist auch nicht schlecht, kann sich da auch mit anfreunden. Das war eine Einladung. Also gerne kommen Sie mal. aber ohne Auto. Ansonsten, was habe ich denn noch für eine nette Frage? Ein Mitglied fragt dich, wie viele Jahre du vorher gearbeitet hast. Also ich erfülle auf jeden Fall das Soll von 5 Jahren. Ich war lange wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Uni Bochum. Das kann man jetzt auch bald in meinem Kandidatenprofil nachlesen, bis meine Mitgliedschaft bekannt wurde. Hatte also da war ganz normal im Hochschulbetrieb nach meinem ersten juristischen Staatsexamen. Für mich war es auch wichtig, weil ich eigentlich wusste, was AfD bedeuten wird, auch für den Lebenslauf, dass ich zumindest mein erstes Examen habe. Dann ist man Diplomjurist, um überhaupt in diese Partei einzutreten. Weil, sag ich mal, im Studium sich einer Partei anzuschließen, die derart unter Feuer steht, dann wird man natürlich auch abhängig von der Partei. Und das kann ich, sag ich mal, das ist eine Botschaft, die, glaube ich, wichtig und richtig ist. Und deshalb auch immer diese 5-Jahres-Vorschrift. Man sollte, gerade als junger Mensch, aber es gilt eigentlich für jedes Parteimitglied jeden Alters, nicht eine zu enge Abhängigkeit von sich selbst zur Politik schaffen, weil man sonst nicht mehr frei ist und souverän. Und wir brauchen auch in unserer Partei Leute, die auch mal bereit sind, aufzustehen und vielleicht auch mal innerparteilich Widerspruch zu wagen. Das kann man nur, wenn man sagt, okay, ich kann mich auch zurückziehen. Ich war jetzt die letzten 2 Jahre Rechtsreferendar am Landgericht in Dortmund, bin jetzt bin Volljurist, bin auch zugelassener Rechtsanwalt und es ist schon richtig und wichtig, dass man eine abgeschlossene Ausbildung hat und nicht einen Kevin Kühnert wird, weil diese Leute sind in der Politik gefangen. Und mein Eindruck von Helfferich ist, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Also bei ihm habe ich den Eindruck, wenn er in einer Diskussionsrunde mit den Grünen wäre oder mit irgendwelchen anderen Leuten, sie würden alle altbacken aussehen gegen ihn. Und gerade ihm werden jetzt diese Vorwürfe gemacht. Das ist vielleicht auch kein Zufall, ich weiß es nicht genau. Aber das ist dann ernst und das wird mit anderen Sachen, die nicht ernst sind, vermischt. Beispielsweise mit Till Schneider. Ich aber rufe euch hiermit auf, bildet Verschwörungstheorien! Da hat diese CDF-Frau eigentlich ein interessantes Statement von ihm genommen. Bildet Verschwörungstheorien. Das sind alles Statements, die kann er erklären. Und er macht ihn aber einfach nur schlecht, anstatt das zu erklären. Und greift das nicht auf, auch mit den Verschwörungstheorien. Dass die, er könnte dann erzählen, ja, es werden absichtlich die Verschwörungstheorien werden schlecht gemacht und die Leute, die Verschwörungstheorien bilden, werden dumm hingestellt, obwohl es immer Verschwörungstheorien gab. Und dann könnte er die ganzen Merkwürdigkeiten aufzählen, der Medien. Wäre wieder der perfekte Aufhänger gewesen. Am 1. August, dass der Faktenchecker sagt, es waren 20.000 und dann ein Falschfoto, sie ein Falschfoto benutzen und kein einziges anderes Medium greift das auf. Diese Fehlberichterstattung. Es wird alles verschwiegen.
Dieses ganze Verschweigen von wichtigen Themen, dieses Untenhalten, dieses kollektive Untenhalten der großen Medien, jetzt gerade im letzten Jahr mit Corona, das hätte er alles aufgreifen können. Perfekt, also sozusagen diese Frau, diese Moderatorin hat mit diesem Statement für ihn schon die Themenlenkung betrieben. Hätte er perfekt verwenden können. Und da hätte er, wie gesagt, in dem Interview ganz viel erreichen können. Ist natürlich die Frage, ob er das will. Wir wissen es nicht. Ich habe seit 2020 auch große Zweifel, dass er konstruktiv für die AfD und überhaupt für die Demokratie in Deutschland überhaupt arbeitet, weil er diese ganzen Narrative bestärkt hat, dass dass große Teile der AfD unmöglich sind. Und damit ist er auch selbst unmöglich. Er muss doch wissen, wie es Hans-Georg Maaßen geht, der links von ihm steht. Dann ist doch klar, dass jetzt Meuthen aktuell nur der nützliche Idiot ist für die Medien und dass sobald die anderen aus dem Weg geräumt sind und wenn er dann die Position nicht räumt, die Meutherianer ihre Position nicht räumen, sie dann in einer Art und Weise weggeohrfeigt werden, das ist wahrscheinlich kaum vorstellbar. Dann werden sie so schnell klein gemacht, dass sie ihre Position räumen, das können die sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Männerbund aus Machtkalkül. 2016 nennt Björn Höcke Meuthen seinen Freund. Und der Freund und Helfer schützt und umgarnt lange dessen radikalen Flügel. Der Flügel ist ein integraler Bestandteil unserer Partei. Und das wird er auch in Zukunft immer bleiben. Meuthen konnte auch nicht erklären seinen Sinneswandel. Ich bin ja bereit, meine Meinung zu ändern. Aber da braucht es Argumente. Und bei Kalbitz, ich habe bis heute kein Argument. Nur, dass er irgendwie ganz schlimm ist, aber was? Meuthen selbst hat gesagt, er hätte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und mir fehlen immer noch die Zitate, was er sich hat zu Schulden kommen lassen. Und ja, wenn er keine Argumente bringt, dann hat er auch kein Recht darauf, dass ihm Glauben geschenkt wird. Da muss er schon Argumente bringen. Und jedenfalls, mir fehlen die Argumente. Mir fehlen bis heute die Argumente für den Ausschluss von Andreas Kalbitz. Oder von mir aus formell, wenn das mit der HDJ stimmt. Das ist aber für mich kein Grund, das so an die Oberfläche zu holen. Und der Schaden, der ist so unbeschreiblich, aber das habe ich ja schon in 1000 anderen Videos, habe ich mich ja schon damit auseinandergesetzt, wie schlimm der Schaden ist, den Jörg Meuthen 2020 angerichtet hat. Er hat die Opposition, ja, er hat sie kaputt gemacht. Ob er das gewollt hat oder nicht, wir wissen es nicht, aber was er gemacht hat, er hat die ganze AfD, die halbe AfD schlecht geframed, damit die ganze AfD, ja, wenn man sich sozusagen mit einem dämonischen Teil sich abgibt, dann ist man selbst verseucht mit dem Frame. Da kriegt man es nicht mehr los oder das kann sofort rausgeholt werden und man wird dann abgeräumt. Ja. Also er hat sich selbst zerstört, er hat die AfD zerstört. 75% der Deutschen können sich nicht vorstellen, AfD zu wählen. Das ist zementiert. Jörg Meuthen hat das 2020 zementiert. Dabei war die AfD 2018 war sie auf dem Weg, hatte schon 18%. Es schien schon, die 20% schienen zum Greifen nahe. Und dann wäre diese Ausgrenzung, diese Ausgrenzung aus dem Diskurs wäre so nicht möglich gewesen. Der Schaden ist unermesslich. Es ist unverzeihlich. Aber man ist ja seit 2020, ist man es ja schon gewohnt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.